Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem besonderen Abend hier bei uns im Kino des Filmmuseums. Es hat alles ein bisschen gedauert, bis jeder sitzt. Sie haben es ja gesehen, oben hat eine lange Schlange von Menschen darauf gewartet, ob noch ein Sitzplatz frei wird, sodass sie ganz genau gucken, ob vielleicht noch einer da ist, wenn dann noch jemand eine Karte dann ergattern kann. Also noch einmal herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Dillmann. Ich bin die Direktorin des Hauses und freue mich, dass es heute so voll ist, dass so viel Interesse besteht an dieser Veranstaltung, die natürlich in der Reihe stattfindet. Frankfurt liest ein Buch. Alexander Kammann in der Zeit hat ja geschrieben, das ist Deutschlands wunderbarstes und sinnvollstes Lesefest und dem schließen wir uns gerne an. Frankfurt liest ein Buch, findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt und auch bei der diesjährigen Ausgabe sind wir sehr froh und glücklich, dazu beitragen zu können mit einem umfangreichen Begleitprogramm hier im Kino. Das Buch, das Frankfurt in diesem Jahr liest, Sie wissen es alle, ist Grüße und Küsse an alle, die Geschichte der Familie von Anne Frank, von Miriam Pressler und Gerti Elias. Dass die Geschichte von Aufstieg und Schicksal der Familie Anne Franks über 3 Jahrhunderte nachzeichnet und erzählt. Die Grundlage dieses Buches lieferte ein, man kann schon sagen, Sensationsfund, den Gerti Elias vor einigen Jahren auf dem Dachboden des Hauses der Familie Elias in der Herbstgasse in Basel gemacht hatte. Wie durch ein Wunder haben dort zahllose Briefe, Dokumente und Fotos der Familie Frank überlebt. Es sind über 10.000 Dokumente, Briefe, Fotografien. Und aus diesen Dokumenten hat Miriam Pressler die Geschichte der deutsch-jüdischen Familie Frank zusammengefügt, wenn man das so sagen kann. Und die liest sich wie ein großer, schicksalhafter Familienroman, der seinen Anfang hier in Frankfurt genommen hat. Es ist ganz klar, es ist für uns ein besonderer Moment, eine besondere Ehre und durchaus mit Herzklopfen verbunden. Und ich freue mich außerordentlich, Gerti Elias heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Genauso begrüße ich Miriam Pressler, der wir das wunderbare Buch verdanken. Wer aber heute schmerzlich fehlt und doch in unseren Gedanken bei uns ist, das ist natürlich Buddy Elias, Anne Franks Cousin, der im März, wenige Monate vor seinem 90. Geburtstag, gestorben ist. Und wir sind daher umso bewegter und dankbarer, dass Gerti Elias es in dieser für sie schweren Zeit auf sich genommen hat, hier nach Frankfurt zu kommen und wie sie mir gerade gesagt hatte, eine Veranstaltung nach der anderen und bis zu 3 pro Tag noch bis kommenden Freitag hier in Frankfurt mitzuerleben, auf sich wirken zu lassen und auch zum Gelingen dieser Veranstaltungen beizutragen. Und dafür gebührt ihr aus Frankfurter Sicht unser ganz herzlicher Dank. Grüße ebenfalls und nicht minder herzlich die in Frankfurt lebende Regisseurin Hanna-Laura Klar, deren Film Annes Cousin heute Abend hier in diesem Kino seine Premiere feiert. Vielen Dank, dass Sie uns ausgesucht haben und herzlich willkommen. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich auch beim Organisationsteam von Frankfurt liest ein Buch. Allen voran Lothar Ruske und Sonja Gülk. Weiterhin darf ich begrüßen Eldar Stobetzki, den stellvertretenden Vorsitzenden von Frankfurt liest ein Buch. Klaus Schöffling, ich weiß nicht, ob er hier ist. Ja? Nee? Er hatte sein Kommen eigentlich zugesagt. Yves Kugelmann vom Stiftungsrat Anne-Frank-Fonds aus Basel. Schülerinnen und Schüler aufgemerkt der Anne-Frank-Schule und zugleich Mitglieder des Theaterprojekts Anne,
das von der Theaterpädagogin Martina Trost entwickelt wurde und gestern wohl, glaube ich, seine Premiere feierte. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Das ist schon länger her. Jedenfalls sind die Schülerinnen und Schüler ach genau, es hatte im Januar am Jungen Schauspiel Premiere und die sind aber in Annas Cousin, also in dem Film, den wir nachher gleich sehen werden, in einigen Szenen wiederzuerleben. Ja, herzlich willkommen auch Silvia und Fritz Metzler. Herzlich willkommen Jutta Ebeling. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Der heutige Abend ist also nun der Erinnerung an vor allen Dingen zwei Mitglieder der Familie Frank gewidmet, an Anne Frank und ihren Cousin Buddy Elias. Und wir tun das mit auch gleich zwei Filmen, nämlich zum einen mit Anne Frank, ein Mädchen aus Deutschland. Das ist eine Dokumentation des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 2002. Hier in der Regie von Gabriela Hermer. Es ist eine filmische Spurensuche nach Anne Frank und ihrer Familie in Frankfurt, Amsterdam und Basel. Und diese Dokumentation präsentiert auch zahllose Zeitzeugeninterviews. Und wie ich schon sagte, die Premiere des Films Annes Cousin, dem von Hanna-Laura Klar im letzten Jahr gedrehten und in diesem Jahr fertiggestellten filmischen Porträt von Buddy Elias. Wir werden also heute Abend viel erfahren auf eine filmische Art und Weise über die Geschichte der Familie von Anne Frank, über Anne Frank selbst und über ihren Cousin, über die Familie Frank, Anne Franks Urgroßvater Elkan Juda Kahn, der in der engen Frankfurter Judengasse aufwuchs, Annes Großmutter Alice, die als Bankiersgattin ein weltoffenes Haus in Frankfurt führte, bis die Familie nach London, Basel und Amsterdam übersiedelte. Über Anne Frank selbst, die 1929 in Frankfurt geboren wurde, deren Schicksal durch ihr Tagebuch weltberühmt wurde. Über Buddy Elias, der so viel mehr war als nur Annes Cousin, denn über 14 Jahre lang war er war ein Schauspieler für Theater, für Film. War ein Clown, ein wunderbarer, bei Holiday on Ice auf weltweiter Tournee. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz in den 1960er Jahren hat er viele Erfolge gefeiert auf den Bühnen, aber auch in Filmen. Und er war seit 1996 hingebungsvoller Präsident des Anne Frank Fonds in Basel, der seit dem Tod von Anne Franks Vater Otto Frank die Autorenrechte an Anne Franks Tagebuch verwaltet und die Einnahmen für humanitäre Projekte weltweit eingesetzt hat. Im Anschluss an die beiden Filme findet ein Gespräch statt mit Gerti Elias, Mirjam Pressler, Hanna-Laura Klar, das von unserer für dieses Kinoprogramm zuständigen Moderatorin und Kuratorin Monika Haas geleitet wird. Vielleicht noch ein paar Sätze zu den Gästen, die wir heute Abend hier haben und die nachher miteinander sprechen werden. Gerti Elias, geborene Wiedner, ist eine in Österreich 1933 geborene Schauspielerin auch, die ihre Kindheit in der Steiermark in einer kinderreichen Familie verbracht hat. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie dann, wonach Engagements an großen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz folgten. Sie lernt Buddy Elias 1963 bei einem gemeinsamen Engagement am Landestheater Tübingen kennen und 2 Jahre später, Liebe auf den ersten Blick, heiraten sie, bekommen 2 Kinder, nämlich Patrick und Oliver, die beide ebenfalls Schauspieler sind. 1986 übersiedelt die Familie nach Basel. Gerti übernimmt das Antiquitätengeschäft von Leni Elias, Buddys Mutter. Und sie ist seit vielen Jahren aktives Mitglied des Stiftungsrates des Anne-Frank-Fonds.
Liebe Frau Elias, Sie haben den vom Fonds gestifteten Ethiklehrstuhl an der Universität Basel gestiftet und Sie haben dafür 2007 die Ehrendoktorwürde der Universität Basel erhalten. Verehrte Frau Doktor, wir freuen uns. Das will sie gar nicht sehen, dass Sie hier sind. Ja, Mirjam Pressler. Sie wurde 1940 in Darmstadt geboren, hat an der Hochschule für Bildende Künste hier in Frankfurt studiert. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen und hat mehr als 30 Kinder- und Jugendbücher geschrieben, unter anderem Bitterschokolade von 1980, Novemberkatzen. Das Buch wurde 1982 auch verfilmt. Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen. Das war 1994. Und zuletzt, wer morgens lacht, aus dem Jahre 2013. Sie schreibt nicht allein Kinderbücher, sondern auch solche für Erwachsene. Sie arbeitet als Übersetzerin aus dem Hebräischen, Niederländischen, Englischen und Afrikaans ins Deutsche. Und sie ist die Übersetzerin des Tagebuchs von Anne Frank und eben die Autorin einer Biografie, die da lautet: Ich sehne mich so, die Lebensgeschichte der Anne Frank aus dem Jahre 1992. Ja, Mirjam Pressler wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und mit Ehrungen bedacht, unter anderem dem Deutschen Jugendliteraturpreis, der Karl-Zuckmayer-Medaille, dem Deutschen Bücherpreis, dem Deutschen Bücherpreis für literarisches Lebenswerk, der Buber-Rosenzweig-Medaille und dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Was will man mehr? Auch dazu unseren herzlichen. Wo sitzt ihr eigentlich? Wo sitzt denn die Mirjam? Ach, hier hinten. Ja, kommt, jetzt steht doch mal auf hier. Ich suche jetzt auch. Das Licht blendet ein wenig und ich suche hier dauernd die Reihen ab. So, nun, Hanna-Laura Klar, das weiß ich, sie ist jetzt hier vorne, vielleicht aber auch gerade noch mal aufstehen. Geboren, Studium Information und Filme an der HfG Ulm, Philosophie in Heidelberg und Soziologie in Frankfurt, Assistentin bei Alexander Kluge, Redakteurin bei Tages- und Hochschulzeitungen, Gastprofessorin für Drehbuch an der Filmakademie Ludwigsburg, Dozentin für Video an der FH Frankfurt. Auch da füllt sich und sozusagen die Frauen. Ja, doch, das ab und zu gelingt es ja doch. Seit den 1960er Jahren arbeiten Sie als Autorin, Regisseurin und Produzentin von zahlreichen, hauptsächlich Dokumentarfilmen für Kino und Fernsehen. Ihr Interesse gilt Menschen mit außergewöhnlichen Lebenswegen und eben auch deren Geschichte. Und für Ihre Filme haben Sie, denke ich, eine besondere, ja, Nische, kann man sagen, gefunden, die Life-History-Filme. Und dafür sprechen auch die Titel und die Sujets Ihrer Dokumentarfilme, die Menschen, die in deren Mittelpunkt stehen. Vielleicht nur eine kleine Auswahl aus den letzten Jahren. Die Frau des Rabbiners aus dem Jahre 2002, ein filmisches Porträt über Silvia Tennenbaum, deren Frankfurt-Roman Straßen von gestern 2012 bei Frankfurt liest ein Buch im Mittelpunkt stand. Elfriede und Elfriede über Elfriede Jelinek und Elfriede Gerstel. Sophies Schwester aus dem Jahre 2006 über Elisabeth Hartnagel, die Schwester von Sophie Scholl. Die Protokollantin 2008 über die Psychoanalytikerin Alice Ricciardi von Platen. Berlin, Paris, die Geschichte der Beate Glasfeld aus dem Jahre 2011 und schließlich eben Annes Cousin 2014, 15, ihr neuester Film. Nun also wollen wir beginnen mit unseren beiden Filmen und zeigen zuerst Anne Frank, ein Mädchen aus Deutschland, wie gesagt aus dem Jahre 2004, eine Produktion des Hessischen Rundfunks, und danach Annes Cousin, dem dann am Ende unser Gespräch folgen wird, das Monika Haas moderiert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen einen interessanten Abend. Dankeschön.
Wir haben nun zwei sehr, sehr unterschiedliche Filme gesehen, die doch auf sehr enge Weise miteinander verbunden sind. Das offensichtlichste verbindende Element sind die Theateraufnahmen, die wir in beiden Filmen sehen. Der eine Film, den wir zuerst gesehen haben, Anne Frank, ein Mädchen aus Deutschland aus dem Jahr 2004 und Annes Cousin aus diesem oder beziehungsweise letzten Jahr. Beide. Es sind beides Aufnahmen von verschiedenen Theaterinszenierungen und auch daran kann man erkennen, wie aktuell die Beschäftigung auch auf der Theaterbühne mit Anne Frank und ihrem Tagebuch ist. Liebe Gerti, ich weiß jetzt, das haben Sie vorhin erzählt, dass Sie gestern Abend bei der Premiere, oder es war nicht die Premiere, aber der Aufführung von dem Stück, das wir im zweiten Film jetzt sehen, Anne, am Schauspiel Frankfurt waren. Erzählen Sie uns doch bitte kurz oder auch länger, wie es Ihnen gefallen hat und wie das jetzt war, das nochmal in den Proben zu sehen. Die jungen Menschen haben mich sehr beeindruckt. Vor allem, dass diese neun jungen Leute, die da oben standen, dass alle irgendetwas aus den Gedanken, aus den Empfindungen von Anne, die sie im Hinterhaus gehabt hat, wiedergegeben haben. Und ich habe das sehr stark gespürt, wie die jungen Menschen das auch miterlebt, wie sie das ausdrücken konnten. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und ich habe wirklich alle Achtung davor gehabt, vor der Regisseuse und vor diesen jungen Leuten. Es sind, glaube ich, auch einige von denjenigen, die Anne spielen in dieser so tollen Inszenierung da. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz erkenntlich zeigen oder melden, damit wir wissen, wo ihr alle sitzt. Gar keine da. Die anderen sind Niemand da. traut sich oder Draußen, sie sind Leute. schon rausgegangen. Sind schon draußen. Ist zu heiß hier. Anna-Laura Glas, Sie haben jetzt den letzten Film gemacht. Im letzten Jahr ist er entstanden Und in diesem. und in diesem Jahr Ja, fertiggestellt worden. Die Dreharbeiten waren ja im letzten Jahr. Wir sehen Aufnahmen von Gerti und Budi aus dem Oktober, glaube ich, wo beide in der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank waren, um dort die hunderttausendste ja. Besucherin zu begrüßen, die heute, glaube ich, auch hier sein wollte. Ist sie Die denn da, Selina wollte Selina? kommen. Ist sie nicht da? Vielleicht auch schon rausgegangen, sie wollte auf jeden Fall kommen. Ist sie? Ah, da oben steht sie. Da ist sie doch gekommen. Zu begrüßen, wir hören zum Schluss nochmal Budi bei seiner so eindrucksvollen Rede in der Paulskirche. Ich würde gerne wissen, wie denn Ihr Zugang auch zu dem Thema, zu Budi war. Frau Dillmann hat es am Anfang gesagt, Sie interessieren sich immer sehr für ungewöhnliche Lebenswege. Was hat Sie neben dem ganz Offensichtlichen an Budi und Gerti interessiert, an dem Thema, an der Familie Frank? Was war da Ihr Zugang? Das Buch. Das Buch war sehr gut, das hat mich sehr fasziniert. Und Lothar Ruske, der das alles hier veranstaltet, fragte mich, ob ich einen Film da machen wollte oder hätte oder ob ich nicht was tun könnte. Wobei ich dann sagte, ja, mal sehen, ich würde gerne den Buddy Elias kennenlernen, weil was ich liebe Clowns, muss ich gestehen. Und aber es ist natürlich nicht, das ist so übertragen, ja. Also es ist einfach diese Mischung, diese Leichtigkeit und diese Trauer, was ein Clown hat. Und das ist war für mich bei Buddy Elias, was ich so gelesen habe, dachte ich, ja, der Mann ist sicher ganz toll. Und die Ja, und die Gerti eben, dachte ich, und was hat er für eine Frau? Die möchte ich mal kennenlernen. Und dann? Und dann, ja, und dann bin ich da hingefahren. Also ich hatte kein Geld, nichts, der Film war nicht gefördert, nichts. Aber mein Kameramann. Aber wir haben ihr ein Mittagessen gegeben. Ja, genau. Ja, eine wunderschöne Geschichte. Ich kam an. In der Herbstgasse 11, es war ein wunderschöner Tag, sonnig, August, Ende August irgendwann war es. Und
ich guckte so, ist es hier auch richtig? Da kam Gerti mir schon entgegen und sagte, sind Sie nicht die Frau Klar? Sag ich, ja, kommen Sie. Und es war so schön, der Vorgarten mit Rosen. Es gibt eine Rose auch, ja, eine Frankrose. Und die blühte da. Und naja, dann bin ich aber reingegangen und dann kam ein zierlicher, wunderschöner Mann aus der Tür. Die Spaghetti sind gleich fertig. Und ich dachte, was, das ist ja wie zu Hause. Also ich kam mir plötzlich so aufgenommen vor schon. Und es war auch so, und es ging auch den ganzen Tag, haben wir nicht gegessen, gegessen haben wir auch, aber dann gesprochen, geredet, das ganze Haus einfach im Film genommen. Und mein Kameramann eben, der sagte, er hab keine Sorge, wir schaffen das schon. Ich habe ja schon genug verdient bei deinen anderen Filmen. Jetzt mache ich es erstmal ohne Honorar. Du kannst es mir ja geben, wenn du Geld hast. Und jetzt habe ich auch im Nachhinein habe ich auch zwei Stiftungen gefunden und da wollte ich auch gleich danken. Das ist die Dr. Marschner Stiftung und das ist der Peter Gatzemeier und die Metzler Stiftung. Und da danke ich sehr, Sind Silvia auch, und glaube Fritz. ich, zumindest in Vertretern heute hier. Und das sollte man nicht so viel reden. Das, Der Kameramann ist heute, glaube ich, auch da, wenn ich und er richtig wollte jetzt informiert habe. kommen. Ich will hoffen, dass er schon da ist, weil er ist am Gotthardtunnel stecken geblieben. Da war Stau. Und jetzt muss ich sehen. Ich weiß nicht, ob er schon da ist. Ja, also das war so meine Intention, meine Geschichte. Und wie gesagt, weil wir uns so auf einer sehr schnell eine Ebene hatten, konnten wir uns sehr gut eben, mache ich das wie die Engländer, das ist der englische Dokumentarfilm, ohne Kommentar, ohne alles. Das sind diese ganz schlichten, kurzen, kleinen Filme. Und was hat Sie denn dann am allermeisten an Buddy interessiert, neben dem, dass er Annes Cousin ist, dass er als Clown unterwegs war, dass er Theaterschauspieler ist? Was Ja, war das, was Sie umgetrieben hat? war das doch schon genug. Das ist schon genug, Also das mehr kann stimmt. man, glaube ich, gar nicht mehr bringen. Also weil, also als ein so toller Clown zu sein, 14 Jahre bei Holiday on Ice, ja, zu sein und immer auf den Po zu fallen in diesem harten Eis oder so. Und dann ein wunderbarer Schauspieler, das nicht zu vergessen, ja, und eine tolle Ehe geführt und zwei wunderbare Kinder, die habe ich nicht kennengelernt, ja. Also was will man mehr von einem Menschen? Das ist doch so wichtig, dass man solche Menschen, das sind Zeitzeugen. Er ist für mich auch, also eben, ich mache ja viele Filme mit Zeitzeugen. Und das ist auch einer, ja, ein sehr wichtiger. Ja, und es ist schön, ihn so lebendig auf der Leinwand zu sehen in beiden Filmen. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie traurig das für Gerti ist, ihn zu sehen. Oder auch, wie schön es ist, ihn so lebendig zu sehen. Es gibt so Miriam viele. hat mir die Hand gehalten. Ja, Das ist schön. nicht, es war Es gibt zu so viele lebendig. Punkte, die nicht nur beide Filme miteinander verbinden, sondern auch Themen. Interessen, die Buddy und Anne miteinander verbunden haben. Das ist die Liebe zum Film. Anne hat in ihren Tagebüchern immer wieder geschrieben, wie sie interessiert ist an Filmschauspielern, wie Miep ihr auch Zeitschriften mitgebracht hat. Es gibt auch in dem ersten Film ein kurzes Zitat aus Annes Tagebuch, wo sie erzählt, wie schön es war, die Fotos der Schauspieler und Schauspielerinnen auf ihr Zimmer, auf ihre Zimmerwand zu kleben. Miep hat ja immer wieder Zeitschriften mitgebracht. Buddy ist Schauspieler geworden. Es gibt aber auch noch viel mehr Sachen, die die beiden miteinander verbunden haben oder die Familie wirklich ausgemacht hat. Das ist das Briefeschreiben. Wir haben uns diese Woche, als sie schon mal da waren, schon drüber unterhalten. Es ist die Sprache, das Tagebuchschreiben, das komische Talent, das beide miteinander verbunden hat. Was denken Sie, Gerti, denn, was Buddy tatsächlich am allermeisten an seiner Cousine Anne gemocht und geliebt und auch später dann vermisst hat, als sie nicht mehr da war und er so viel mit ihr zu tun hatte oder so viel in ihrem Nachlass auch erfahren hat, nochmal, was er vielleicht gar nicht wusste? Buddy hat natürlich seine kleine Anne nur gekannt vor dem Krieg und
Und da war sie ein kleines Mädchen. Sie war, wie er immer gesagt hat, sie war ein ganz gewöhnliches, einfaches, normales, wildes, lustiges, humorvolles Kind. Er hat mit ihr gespielt. Sie waren einfach Kinder, unbeschwerte Kinder. Und davon hat er immer wieder erzählt. Er hat gesagt, dass er niemals auf die Idee gekommen wäre, dass sie etwas Besonderes sein könnte. Er hat sie als seine Cousine genommen. Er hat sie sehr geliebt. Sie hat ihn geliebt. Sie waren einfach fröhliche, fröhliche, unbeschwerte Kinder. Und er hat dieses Talent, das beide miteinander verbunden hat. Also es gibt im Buch auch immer wieder Stellen, wo beschrieben wird, wie nah sich Buddy und Anne waren und wie ähnlich sich vielleicht Stefan, Buddys Bruder und Margot auch waren. Dass es diese Überkreuzverbindung zwischen den beiden Cousinen und Cousins gab. Buddy hat auch immer wieder auf seinen Reisen durch die Welt mit Holiday on Ice, mit denen er auf 14-jähriger Tournee durch die ganze Welt war, die verschiedenen Adaptionen von Annes Tagebuch auf der Bühne und im Film begleitet oder beobachtet und darüber auch immer wieder Otto geschrieben. Was hat er Ihnen von diesen Inszenierungen, die er gesehen hat und von den Filmen, die entstanden sind, ich weiß gar nicht, wie viele das in der Zwischenzeit sind, es sind unzählige, es gibt die erste Verfilmung von 1959, die wir gestern Abend gezeigt haben, die auch mit 3 Oscars ausgezeichnet wurde, es gibt britische Filme, es gibt ganze Serien und heute Morgen hatten wir die erste, und es ist erstaunlich, die erste deutsche Verfilmung von Annes Tagebuch, Meine Tochter Anne Frank, im HR produziert, von Raimund Ley in der Regie gezeigt. Was hat er Ihnen denn von diesen ganzen Reisen und von den Adaptionen erzählt, wie das für ihn war, seine Cousine, die er ja nur bis sie noch ganz klein war, kennengelernt hat, im Film gesehen hat, erzählt, wie das auf ihn gewirkt hat, sie plötzlich wieder so lebendig auf der Leinwand zu sehen? Mein Mann hat immer wieder, wenn er unterwegs war, zum Beispiel in Südafrika, erfahren, dass das Tagebuch der Anne aufgeführt wird. Und da hat er zum Beispiel, er hat wirklich jede Woche mindestens einmal einen Brief geschrieben, nach Hause in die Herbstgasse, wo ja die Großmutter, seine Eltern und Otto und Fritzi auch lebten. Und erzählte immer wieder, was er da erlebt hat, unter anderem eben auch eine Vorstellung in Südafrika. Und er war fasziniert von, es war eine Laienvorstellung, aber er war fasziniert davon und er schildert ganz genau, wie das war. Oder eine andere Geschichte in Mexiko. In Mexico City hat er da eine Vorstellung gesehen und er war sehr beeindruckt, auch von der Anne, die allerdings alles andere als eine Anne war. Sie wäre sehr dick gewesen, sagte er. Und das hätte natürlich ein bisschen gestört. Aber in New York hat er das Tagebuch gesehen und war fasziniert davon. Er hat es zweimal gesehen, erst in der ersten Besetzung und dann einige Jahre später in der zweiten Besetzung. Und hat auch den Vater, der den Otto gespielt hat, den Vater von Anne Frank, den Schildkraut, kennengelernt, der dem Otto unglaublich ähnlich gesehen hat. Buddy erzählt, er war echt erschrocken und meinte, dass sein Onkel würde vor ihm stehen. Er hat sehr interessante Erlebnisse gehabt, immer wieder mit Anne. Sie ist eigentlich mit ihm irgendwie immer mitgereist. Heute Morgen haben wir eine ganz wundervolle Anne Frank-Darstellerin gesehen, Mala Emde, die in Meine Tochter Anne Frank spielt. Ich weiß nicht, ob Sie den Film schon gesehen haben. Ja. Ja. Und es war sehr schön, so eine fast perfekte Darstellerin zu sehen auf der Leinwand, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Kommen wir zu Mirjam und ihre Beschäftigung mit dem Tagebuch und mit Anne Frank und der Familie Frank. Wir haben es in beiden Filmen jetzt schon gesehen oder gehört, die weit verzweigte Geschichte, die weit verzweigte Familie Frank, Stern, Kahn, die ihre Ursprünge hier in Frankfurt haben und die unglaublich vielen Dokumente, die sie, Gerti, auf dem Dachboden ihres Hauses in der Herbstgasse gefunden haben. Und wie kommen wir jetzt zu Mirjam und wie kommen wir dazu, dass es dieses Buch Grüße und Küsse an alle gibt? Wie ist es entstanden?
Wie ist Miriam ins Boot geholt worden, die ja schon die Übersetzerin der Tagebücher von Anne Frank ins Deutsche ist? Es gibt eine Gesamtausgabe, hier 2013 entstanden, mit den verschiedenen Fassungen von Annes Tagebuch, mit zig weiteren Schriftstücken und Dokumenten, die Anne geschrieben hat. Wie kam dann Miriam ins Boot und wie ist dieses Buch entstanden? Ja, also der Anne Frank-Fonds und Gerti und Buddy waren alle der Meinung, man müsse ein Buch daraus machen. Und weil ich schon so viel über Anne gearbeitet hatte, wurde ich gefragt. Und ich habe erstmal abgelehnt. Ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie man daraus ein Buch machen kann, aus einem Berg, einem Wust von Briefen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das ist ja nur, diese Familie hat nichts weggeworfen. Dieser Dachboden, den man jetzt gesehen hat, der war viel, viel voller. Und also so einen Dachboden habe ich noch nie gesehen. Und die haben wirklich alles da reingeschoben. Man sieht die Kleider aus den 20er Jahren, so Abendkleider von Leni. Mit Pailletten bestickt. Pailletten bestickt und ein Chapeau Clark. Also es ist ein Haufen Zeug da. Und ich habe gedacht, wie kann man aus so einem Berg von Briefen ein Buch machen, das man lesen möchte? Oder was kann das, wie kann ich, könnte ich das... Ich wollte nicht, aber ich habe mich überreden lassen, dass ich zumindest nach Basel gefahren bin. Und wir kannten uns schon vorher ein bisschen, aber nicht gut genug. Ich habe zu der Agentin, die die Rechte von Anne Franks Tagebuch verwaltet, gesagt, ich fahre da nicht alleine hin, du musst mit. Sie ist also mit mir zusammen dahin gefahren. Das war das letzte Mal, dass ich da jemand gebraucht habe. Ab da bin ich ganz alleine hingefahren. Wir haben wunderbare Abende, wunderbare Tage miteinander verbracht. Ja, ich habe, und dort in diesem Haus habe ich ein Bild gesehen, ein Ölbild von einem etwa 4-5-jährigen Mädchen. Und das hat mich so fasziniert. Ich habe es lange angeschaut, dann habe ich gesagt, ich mache es doch. Das war Alice Frank, die Großmutter von Anne und Buddy. Eine sehr gute Entscheidung. Ja, dann hatte ich also auch noch gleich eine ziemlich gute Idee, das Ganze von drei Generationen auszuschreiben. Also als erstes Alice Frank, wo ich die vielen alten Briefe auch unterbringen konnte. Und als ich dann da angefangen habe zu schreiben, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich nichts von den Frankfurter Juden weiß oder kaum was. Ich hatte natürlich in der Schule von Fettmilch gehört, aber das war auch im Grunde alles. Und dann dachte ich, wenn ich mich dafür interessiere, werden sich andere auch dafür interessieren. Und dann bin ich dann noch eingestiegen auf die Geschichte der Frankfurter Juden. Denn Alice hat 1935 schon in Basel zu ihrem 70. Geburtstag in ein Heft ihre Geschichte erzählt, ihre Kindheit und Jugend für ihre Kinder. Als Erinnerung. Und da hat sie drin geschrieben, dass sie mit 12 Jahren, als ihr Vater plötzlich starb, in das Haus mit ihrer Mutter, in das Haus ihres Großvaters Elkan Yudha Khan zog. Und da schrieb sie, Elkan Yudha Khan hat noch seine Kindheit und Jugend in der Judengasse verlebt. Und das, da bin ich so drauf gekommen und das hat mir die Möglichkeit gegeben. Ja, und als zweite Person, ich wollte nicht Otto nehmen, weil über ihn schon so viel geschrieben worden war. Und irgendwie ja, wollte ich das nicht. Ich habe mich dann entschieden für Leni Elias, also die Schwester von Otto Frank, Tante von Anne und Mutter von Buddy. Und ich habe dann hinterher erst gemerkt, was das für eine gescheite Entscheidung war. Denn als ich diese Briefe alle durchgearbeitet habe, habe ich gemerkt, diese Frau war toll. Die hat etwas geschafft, das man sich gar nicht so leicht vorstellen kann. Sie ist ja in Frankfurt geboren. Damals waren die Franks noch sehr wohlhabend. Wirklich sehr wohlhabend. Und sie kam als viertes Kind, davor drei Jungs, dann kam das ersehnte Mädchen. Sie war also verwöhnt. Sie war ein ganz verwöhntes Gör. Auch als sie geheiratet hat, hat der Mann noch Geld verdient. Da war sie auch sicher, sie war ganz Dame, ging nie ohne weiße Handschuhe aus dem Haus und nie ohne Hut. Und sie hatte auch immer ein Mädchen. Hatte immer ein Mädchen, hat nie gekocht. Konnte, glaube ich, auch gar nicht kommen. Nee, sie konnte nicht kommen. Aber jedenfalls, als dann der Krieg begann, waren die beiden
Leni und ihr Mann Erich Elias natürlich staatenlos geworden durch Hitler und durfte nicht mehr in der Schweiz arbeiten. Und da hat Leni es tatsächlich geschafft, durch Verkäufe für Flüchtlinge oder Immigranten, die Station gemacht haben in Basel, für die hat sie, bin ich zu nah? Ja, ein bisschen. Gut, für die hat sie Sachen verkauft, weil die ja Geld brauchten und die konnten ja nicht alles mitnehmen und hat Provisionen dafür gekriegt und mit diesem, sie hat auf diese Art ihre Familie durchgebracht, das heißt ihren Mann, ihre beiden Söhne, ihre Mutter Alice, die natürlich auch kein Geld mehr hatte, ihre Schwiegermutter Ida, die sie noch rechtzeitig aus Deutschland rausgeholt hatten, ihrem Bruder Herbert, der nie so ganz glücklich mit dem Arbeiten war und eben noch eine italienische Haushälterin. Und das finde ich also ganz enorm, dass eine Frau, die wirklich nicht dazu erzogen wurde und nichts dafür gelernt hatte eigentlich, dass sie es geschafft hat, eine ganze Gruppe von Menschen durchzubringen. Ja, und als Dritten habe ich dann noch Buddy genommen, weil er der Einzige war, der von der Generation noch gelebt hat. Ich würde gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt weiter zurückgehen, nämlich dahin, wo deine Beschäftigung mit Anne Frank tatsächlich auch eingesetzt hat. Also es ist das Buch, das ist entstanden, es ist noch nicht so lange her. Es gibt aber auch, wie schon gesagt, die historisch-kritische Ausgabe. Aber es gibt viel früher schon deine Übersetzung des Tagebuchs der Version D. Ja, genau. Und es gibt auch eine Biografie, hier ist sie, ich sehe nämlich so. Die Geschichte der Anne Frank, wie war dein allererster Zugang zu Anne Frank und wie kam das denn? Ich habe also Anne Frank natürlich gelesen als Jugendliche, ich kann mich nicht mehr erinnern und dann nicht mehr. Otto Frank ist 1980 gestorben und er hat zwei Erben hinterlassen, zum einen den Anne Frank von Basel, die Rechte geerbt haben und das Geld bekommen und der zweite Erbe war ein Institut in Amsterdam, das Niederländische Staatliche Institut für Kriegsdokumentation. Die haben alle Originale geerbt. Und die haben dort natürlich auch gehört, dass es immer wieder so Anschuldigungen gab, das Tagebuch sei gefälscht. Und diese Wissenschaftler dort haben erst einmal das Tagebuch gründlichst untersucht und analysiert. Es wurden also das Papier wurde analysiert, die Fadenheftung, die Tinte, die früher sehr viel eisenhaltiger war als später. Und dann wurden Handschriftenvergleichungen gemacht. Das ging ganz, ganz gut, weil Anne ja immer Briefe geschrieben hat an ihre Verwandten in der Schweiz. Und damals war es auch durchaus üblich, dass Mädchen Poesiealben hatten. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Frauen in Amsterdam, die Einträge von Anne Frank in ihrem Poesiealbum haben, sodass man die Handschrift leicht vergleichen konnte. Ja, die haben also 5 Jahre daran gearbeitet und dann kam eine historisch-kritische Ausgabe heraus. Und der S. Fischer Verlag in Frankfurt wollte diese Ausgabe auf Deutsch haben. Es gab eine Lektorin bei Fischer, die war inzwischen schon weg, aber die hatte, als sie noch bei Fischer arbeitete, alles lektoriert, was mit Anne Frank zu tun hat. Und die wurde gefragt, ob sie diese Übersetzung als Außenlektorin übernimmt. Und sie hat gesagt, nur wenn Miriam Pressler die Übersetzung macht. Diese Lektorin ist Ida Schöffling, die vom Schöffling Verlag. Mhm. Ich hatte schon mit ihr gearbeitet bei anderen Übersetzungen. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Ich habe ja gesagt. Ich habe ein Jahr lang an dieser Übersetzung gearbeitet, glaube ich. Es war 2000 Manuskriptzeiten. Und dann kam der Anne Frank vor in Basel und sagte, ja, also jetzt könnten ja eh schon alle Leute lesen, was sie geschrieben hat. Dann vielleicht wäre es an der Zeit, eine neue deutsche Übersetzung und vor allen Dingen eine neue Leseausgabe zusammenzustellen. In meinem Vertrag stand, ich musste alles nehmen, was der Vater genommen hat. Aber ich durfte das Buch um ein Drittel dicker machen. Das habe ich bis zur letzten Seite ausgenutzt. Und dann, ist also die Fassung, die jetzt weltweit gilt. Dann habe ich noch ein paar andere Sachen übersetzt, die so zum Umkreis Anne Frank gehören. Zum Beispiel Lindwehr, die letzten 7 Monate, wo zum Beispiel auch Hanli Goslar drin ist. Und
Dann kam mein Verleger und hat gesagt, wann kommt endlich ein neues Buch von dir? Ich sagte, es tut mir leid, ich habe einen Kopf voll mit Anne Frank, ich kann im Moment kein Buch schreiben. Sagt er, wunderbar, dann schreib uns doch eine Biografie, Anne Frank. Das habe ich dann auch noch gemacht. Das war so meine, aber das waren dann insgesamt 5 Jahre und dann dachte ich, das war's, bis Gerti die Briefe fand. Und dann auch noch weiter. Und dann bis Gerti die Briefe fand und ihr beide gemeinsam dieses so tolle, tolle, tolle Buch gemeinsam erarbeitet habt. Du hast es gerade schon gesagt, das Buch konzentriert sich erstmal in den Kapiteln zumindest auf 3 Figuren, auf Alice, auf die Großmutter, auf Leni, die Mutter von Budi und auf Budi selber. Aber wir erfahren darüber oder in dem Buch auch sehr, sehr, sehr viel über die Familie Frank. Wir erfahren aber wirklich auch viel über Familienmitglieder, die eigentlich immer so ein bisschen zu kurz kommen. Also wir sprechen immer über Budi, über Anne, über Otto. Wer aber immer wenig erwähnt bleibt, ist Annes Schwester Margot und es ist Annes Mutter Edith. Ja. Die sind immer so ein bisschen auf der Seite, vielleicht auch mag sein, Spekulation, weil Anne in ihrem Tagebuch immer wieder beschreibt, dass sie sich mit beiden doch nicht so gut streckenweise zumindest verstanden hat. Trotzdem würde mich neben Alice als Großmutter, als Lichtgestalt interessieren. Ich weiß, über die hat Budi immer sehr gerne und sehr liebevoll auch gesprochen, was er denn über Margot und über Edith erzählt hat. Von Margot hat er immer gesagt, die saß immer irgendwo rum und hat gelesen. Und von Edith hat er eigentlich nie viel geredet. Die Sache ist die, dass Edith wahrscheinlich nicht so in den Frank-Clan aufgenommen worden ist. Ich denke, sie hatte Schwierigkeiten mit alles, ne? Nein, das hat sie nicht gehabt. Sie hat, Otto hat erzählt, dass sie eigentlich sehr gut miteinander ausgekommen sind. Aber Edith, so sagte mir Budi, war immer, er kannte sie ja, sie war immer sehr zurückhaltend. Mhm. Sie ist nicht auf Menschen zugegangen und ich glaube, das ist wohl der Grund gewesen. Und Otto sagte auch noch von Margot und das hat mir sehr leid getan immer, alle Welt spricht von Anne und niemand spricht von Margot. Und Margot wäre so ein wunderbares Mädchen gewesen, aber eben auch eher introvertiert wie ihre Mutter. Von Edith weiß man auch gar nicht so viel. Edith ist, es ist eine andere Familie als die Franks. Sie ist wohlhabend gewesen, aus einem sehr wohlhabenden Haus. Der Vater war Fabrikant, aber zurückhaltend und eben nicht so wie die Franks. Und ich habe zum Beispiel, ich habe mir das auch immer überlegt, es muss für Otto furchtbar gewesen sein, dass alle über Anne geredet haben, keiner über seine andere Tochter und auch nicht viel über Edith. Und ich habe noch die zweite Frau von Otto Frank kennengelernt, Fritzi. Und die habe ich gefragt, wie war das? Wie hat Otto da reagiert? Und da hat sie gesagt, er hat nicht viel darüber gesprochen, aber wann immer der Name Margot fiel, sagte er, Margot war ein Engel. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Was hast du denn jetzt nochmal mit der Beschäftigung oder während der Beschäftigung, durch die Beschäftigung mit den ganzen Dokumenten, die Gerti gefunden hat, Neues über die Familie Frank, über die Familie Stern, über die Familie Kahn erfahren? Du hast es am Anfang schon gesagt, du hast vieles erfahren über das jüdische Leben in Frankfurt, über das großbürgerliche Leben auch der Familie, das dann später natürlich, Sie können es sicherlich noch mal ausführlicher erzählen, kein großbürgerliches Leben mehr war. Du hast es gerade auch schon erzählt, dass Leni während der Kriegszeit die Familie mit dem Antiquitätengeschäft durchgebracht hat. Aber was war für dich tatsächlich dieses initiale Erleben von noch mal einem ganz neuen Blick auf die Familie? Es war ein neuer Blick auf die Familie. Es war vor allen Dingen so das Gefühl des Verlustes. Es ist uns etwas genommen worden. Eine ganze Schicht von Menschen ist uns genommen worden. Eine gesellschaftliche Schicht. Eine Form von Bürgertum, von Bildung, von Kultiviertheit ist uns genommen worden. Was mich allerdings am meisten beeindruckt hat, das war die Sache mit Otto. Ich habe im Tagebuch erfährt man über Otto sehr wenig. Man weiß, dass Anne ihn liebt und sie mit ihrer Mutter nur Schwierigkeiten hat. Aber man,
Ich habe nicht verstanden, warum sie ihn liebt. Es steht im Tagebuch nur, dass er Dickens im Original liest und dass er mal Rückenschmerzen hat und dass er ausgleichend ist bei Streitereien. Und sonst steht da nichts. Als ich angefangen habe, die Briefe zu lesen, hat sich da für mich sehr viel geändert. Otto hat als Kind keine besonders interessanten Briefe geschrieben. Er hat eigentlich immer nur über seine Schulnoten geschrieben. Aber als er etwa 20 war, auf dem Weg nach Amerika, ist sein Vater gestorben. Und da fangen wirklich die absolut tollen Briefe an. Er hat an seine Mutter geschrieben, dass er sich nicht gehen lassen darf. Ein 20-jähriger junger Mann, der also zum ersten Mal nach Amerika fährt und so einfühlsame und sensible Briefe schreibt, das hat mich schon verblüfft. Später war er Offizier im Ersten Weltkrieg und seine Schwester Leni, die Beziehung zwischen Leni und Otto war immer besonders eng. Von allen Geschwistern waren sie die engsten. Seine Schwester Leni war 16 oder so. Dann hat er ihr Briefe geschrieben, wie sie sich verhalten soll, was sie lesen soll. Sie war zum ersten Mal verliebt. Er hat zur Vorsicht gemahnt. Es war wirklich hinreißend. Er hat Vaterstelle an ihr vertreten. Das Bild von Otto hat sich bei mir wirklich erst durch diese Briefe ergeben. Mir ist jetzt völlig klar, warum Anne ihn so geliebt hat. Als ich diese Briefe am Dachboden gefunden habe, war ich auch wirklich erschüttert und überrascht, wie Otto eben geschrieben hat. Und denn ich kannte Otto ja sehr gut und konnte mir dann vorstellen, wie er war als 20-Jähriger. Es war unendlich großartig für mich, auch für meinen Mann, für Buddy auch. Ja, das ist tatsächlich mit das Bewegendste in dem Buch, diese Briefe zu lesen. Es gibt so einen wunderschönen, traurigen Brief, den die Familienmitglieder, also Gerti, sie haben noch nicht mitgeschrieben. Leni, Buddy, Stefan und Erich an Otto geschrieben haben und Alice auch an Otto geschrieben haben, als er wieder nach einem kurzen Besuch in Basel zurückgefahren ist und wie sie versucht haben, ihn zu trösten über diesen untröstbaren Verlust seiner Frau und seiner Kinder. Und das ist wirklich was, das bleibt einem so im Gedächtnis hängen und das berührt einem so, weil man daran auch sieht, und das ist in so vielen Briefen in dem Buch auch zu sehen, wie sehr sich die Familie umeinander gesorgt hat und immer wieder versucht hat, sich Trost zu spenden in schwierigen Zeiten und wie groß die Anteilnahme auch war an dem jeweiligen Leben der anderen. Ich finde auch, dass es ganz großartig war zu lesen, die Briefe aus dem 19. Jahrhundert, die Briefe der Kinder, der vier Kinder, beziehungsweise drei Kinder, die Leni war ja die letzte und zu klein. Aber diese Familienkultur in dieser Familie war unbeschreiblich. Und ich habe mir oft gedacht, man müsste eigentlich nur ein Buch mit diesen Briefen machen, um der Jugend heute zu zeigen, dass man so in einer Familie leben kann. Nun gibt es ja nicht nur Ihre Familie, die Familie Elias, es gibt natürlich eine weit verzweigte Familie und ich weiß, dass Herbert ja, Sie haben es vorhin schon gesagt, auch länger wie Otto auch bei Leni im Haus in Basel, in ihrem Haus in Basel gewohnt hat. Hat sich dann dieses Sorgen umeinander, beieinander sein, beieinander wohnen und beieinander leben auch über dieses beieinander Leben hinaus weiter fortgesetzt? Gab es immer noch so eine große Korrespondenz auch mit den letzten, mit den verbleibenden Familienmitgliedern, die in der ganzen Welt verstreut waren? Ich glaube, ein Bruder ist dann in London auch gewesen, der hatte auch Nachkommen oder eine Frau zumindest. Nein, der hatte keine Kinder. Er hatte keine Kinder, aber eine Frau? Nein, keine. Auch Kinder. Nicht? Okay. Aber es gab doch noch einen Cousin von Es gab Otto, einen Cousin, der in New York, glaube ich, war. Ja, das ja. ist der Pariser Zweig. Und da gab es eben, das ist eine schlimme Geschichte im Grunde genommen. Das war der Bruder von Michael Frank, vom Vater, vom Mann, also von der Alice. Und der ist nach Paris gegangen, er war auch Bankier und hatte drei Söhne. Und zwei Söhne sind im Ersten Weltkrieg innerhalb eines Monats als Juden für Frankreich im Feld umgekommen. Und der Vater hat sich auf das hin das Leben genommen, ist zum Fenster rausgesprungen. Die Mutter ist wahnsinnig geworden und in die Nervenheilanstalt gekommen. Und der dritte Sohn, Jean-Michel Franck,
ist als einziger als Junge übrig geblieben und musste dann, als Hitler kam, flüchten, ist dann über Südamerika nach New York und hat dann, er war in Paris ein unglaublich bekannter, großer Innenarchitekt, Freund von Cocteau, er war homosexuell auch, und als dann nachher Hitler einmarschierte, beziehungsweise vorher noch, konnte er fliehen, und in New York hat er dann dasselbe gemacht wie sein Vater, er ist dann auch aus dem Fenster gesprungen. Also eine sehr, sehr traurige Geschichte. Übrigens, über diesen Jean-Michel Franck wird es ein Buch geben, das wahrscheinlich Ende nächsten Jahres bei Fischer erscheint. Ich habe es schon bei mir liegen. Es hat ein Niederländer geschrieben und das ist ein sehr interessantes Buch. Natürlich habe ich noch keine Ahnung, wie es heißen wird, aber Jean-Michel Franck kann man auf jeden Fall lesen und es wird Fischer Verlag sein. Also wenn Sie diesem Buch begegnen. Das ist sehr gut. Ich habe es gelesen auf Holländisch. Wirklich? Mit meinem Holländisch. Und habe sehr viel daraus herauslesen können über seinen Werdegang in Paris, über seine Freunde, über sein Können, über die Einrichtungen Rockefeller, New York, also die tollsten Familien hat er ausgestattet. Ein sehr, sehr interessantes Buch. Trotzdem nochmal auch gefragt, zurück zu dem weit verzweigten Familienstammbaum der Familien Kahn, Stern und Frank. In dem Buch hinten drin ist ja so ein schöner Stammbaum abgedruckt. Der hört dann aber natürlich auf bei ihren Söhnen, bei Patrick und Oliver, die beide auch Schauspieler sind, die dieses Franksche Familiengehen vielleicht weitergetragen haben, der Beschäftigung mit Kunst, mit Literatur. Wen gibt es denn jetzt noch auf der Welt irgendwo, der mit Familie, mit einer der Familien verwandt ist oder mit denen Sie auch noch Kontakt haben? Da gibt es mehrere Leute. Es gibt in Luxemburg gibt es einen Frank, der wirklich von einem Frank-Sohn eine Abstammung ist, aber der hat keine Kinder. Es gibt einen anderen Zweig, die Frank-Familie hatten 9 Kinder, davon sehr viele Mädchen und nur 2 oder 3 Jungs. Und da gibt es also von den Mädchen gibt es dann Nachkommen. Und die sind aber sehr weit weg entfernt. Von Anne, Margot, aus dieser Linie sind nur unsere Kinder, Patrick und Oliver, übrig geblieben. Und Gott sei Dank haben wir 5 Enkelkinder und ein 6. ist unterwegs. Bevor ich Sie nun herzlich einlade, auch gerne Fragen zu stellen oder egal was zu sagen zu den beiden Filmen, noch ganz kurz auch dieses schöne, großzügige Geschenk des Otto, das über Otto, über die Familie und über Buddy und sie jetzt nach Frankfurt zurückkommt. Wir haben das in den Filmen auch schon gesehen oder gehört, dass diese ganzen Dokumente, die sie auf dem Dachboden gefunden haben, jetzt wieder zurück nach Frankfurt kommen, wo sie auch zum Teil herkommen. Sie werden, ich glaube, im nächsten oder übernächsten Jahr soll die Eröffnung sein, in einem Erweiterungsbau des Jüdischen Museums ausgestellt werden. Dort gibt es dann einen speziellen Bereich über die Familie Frank, was ich wirklich sehr berührend und schön finde, dass sie so großzügig waren, es alles wieder zurück hierher zu geben. Das ist aber noch nicht alles. Das sind die Briefe, die Dokumente. Aber mein Mann hatte dann die Idee, dass Dinge, die Alice Frank 1933, als sie das Haus verkaufen musste hier in Frankfurt, all ihren Hausrat und Gemälde und so weiter, alles mit nach Basel gebracht hat, Geschirr und Besteck und aus dem 19. Jahrhundert und so weiter, hat er dann verfügt, dass all diese Dinge, und das sind 1000 Objekte, die ich im Laufe der letzten zwei Jahre zusammengesucht habe, auch wieder im ganzen Haus, die sind jetzt schon in Frankfurt angelangt und die werden dann in der großen Ausstellung, die Franks und Elias und so weiter, die Ausstellung bestücken. Es ist ja schon lustig, wir haben das Buch gesehen. Wir kennen das Buch, es gibt diese Dokumente, wir wissen, es ist nur eine große Zahl, wir haben das Haus gesehen in den Filmen und trotzdem, wenn Sie so erzählen, wo, was, wie überall war und diese große Anzahl, hat man das Gefühl, das waren
20-stöckiges Hochhaus mit noch viel mehr Zimmer. Man kann sich gar nicht vorstellen, wo das alles untergebracht ist. Man kann in eine Schublade wahnsinnig viel packen. Das war auch gut gesagt. Abgesehen davon, das Haus ist zwar nicht sehr groß, aber sehr voll. Das kennen sicherlich sehr viele. Aber jetzt nochmal die Einladung an Sie, Fragen zu stellen, Kommentare zu geben, was auch immer Sie gerne möchten. Wir haben auch ein Mikro. Ich gebe es mal rum. Ja, probieren wir es doch bitte. Ich wollte gerne etwas mehr über die englische Dokumentarfilmtradition, die du da... Das würde ich jetzt, denke ich, passt hier nicht jetzt hin. Entschuldigung, wenn ich das sage. Das ist einfach, englischer Dokumentarfilm kommt ohne Kommentar aus, ist... ist wie diese Live-History-Methode, die ich mache. Ah, okay. Das ist es in etwa. Also man könnte es besser noch beschreiben, länger. Ja, weil aber nur kurz, weil es jetzt auch schon spät ist. Ist sehr gut. Ach, das ist süß, ja. Aber Titus, das ist süß. Als Buddy geboren wurde, war Stefan 4 Jahre alt oder 5 ungefähr. Und man sagte, so erzählte man mir das, man sagte zum Buddy dann, der auf die Welt kam, ach du süßer kleiner Butzi-Butzi. Und der Stefan sagte eben auch zu seinem Bruder, sagte also auch Butzi zu ihm. Und Buddy, nein, der Stefan konnte nicht Butzi sagen und sagte Buddy. Ach so. Daher kam das. Das ist, ja. Ach, das ist nett, das ist ein schöner Name. Ja. Gut. Dann hören wir jetzt auf. Dann komm, da hinten ist noch eine Frage. Elias, ich wollte erstmal ganz herzlich Ihnen allen danken, aber ganz besonders auch Ihnen für diese so berührenden Grundlagen, die Sie gelegt haben und uns daran teilhaben lassen. Und ich teile mit Ihnen und Ihrem verstorbenen Mann die Hoffnung, dass ganz viele Früchte trägt für die nächste Generation, dass so etwas wirklich nicht wieder vorkommt. Ich habe aber noch eine kurze Frage an Sie. Haben Sie als, ich glaube, Sie sind nicht Jüdin, stimmt, ja. Haben Sie erlebt, dass das ja doch auch eine, immer noch auch eine ganze Menge Ressentiments auch gab, Vergangenheit gegenüber ja, der Geschichte ihrer angeheirateten Familie? Also ich muss sagen, dass ich eigentlich nichts dergleichen erlebt habe. Es war nie ein Problem. Und wir hoffen, dass es auch so bleiben wird oder noch mehr so werden wird. Und ich freue mich sehr jetzt schon auf die Eröffnung des Museums, auf die vielen Schätze, die zurück nach Frankfurt kommen. Und es ist schön zu wissen, dass Ihre beiden Söhne diese franksche Familientradition weiterführen, auch wenn ich, wie ich die Woche schon erfahren habe, dieses Briefeschreiben leider nicht mehr so richtig weitergeführt wird, wie es in der Familie Frank so lange Tradition war. Aber vielleicht weiterhin in der schriftlichen und künstlerischen Form weitergetragen wird. Und ich bedanke mich sehr, 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 sehr herzlich, dass Sie da waren, Gerti. Danke dir, Mirjam. Vielen, vielen Dank, Frau Klar, für den Film und Ihnen, dass Sie hier waren und so lange mit uns hier geblieben sind, für Ihr Interesse. Und wir laden Sie jetzt sehr herzlich noch zum kleinen Empfang ein draußen. Und falls jemand von Ihnen, und ich glaube, es sind eigentlich alle, dieses Buch schon haben und auch schon gelesen haben, dann sind Gerti und Mirjam sehr gerne bereit, es auch noch zu signieren. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg im Anschluss. Applaus